Was muss ein Inhouse-Controller bei dir im Unternehmen eigentlich alles können? Es geht also darum, wenn du jemanden in-house weiterentwickeln möchtest zum Controller, jemanden einstellen möchtest als Controller oder vielleicht jemanden hast und das einmal abchecken möchtest, ob er denn die Sachen alle beherrscht. Bei dir im Unternehmen, um dein Controlling eben entsprechend sauber durchführen zu können, sodass du als Geschäftsführer entsprechend eine richtige Übersicht über deine Firma hast und weißt, dass du deine Firma auf einer Zahlenbasis steuern kannst und nicht einfach nur stumpf aus dem Bauchgefühl heraus. Was diese Person alles können muss, was sie benötigt dahingehend, das klären wir in diesem Video. Also let's go! Mein Name ist Robert Giebenrath, ich bin externer CFO, also Finanzchef diverser Unternehmen in Deutschland mit einem größeren Team dahinter. Und als CFO, als Finanzchef hat man ja quasi die Abteilung in Rechnungswesen, hat die Abteilung Controlling unter sich sozusagen. Das heißt, ich weiß auch genau, was ein Controller können muss. Wir haben selber Controller bei uns sitzen. Wir haben selber Firmen natürlich, die Controller haben auch sozusagen, wo wir als Finanzchef noch dabei sind. Und entsprechend habe ich auch schon mit super vielen Controllern in meinem Leben zusammengearbeitet. Was muss ein Controller können? Gehen wir erstmal aufs Aufgabenprofil ein. Grundsätzlich, was soll ein Controller machen bei dir? Ein Controller soll für die Kontrolle in den Zahlen da sein. Controlling heißt Steuerung. Das heißt, du hast ja einen Steuerer. Das teilt sich quasi in die Bereiche auf, dass man, also man macht intern ganz viele Analysen, ne? Man hat ganz viel mit Zahlen zu tun, man trackt ganz viel und muss auf dieser Basis Handlungsempfehlungen ableiten, so weit, so gut. Man hat verschiedene Fragestellungen, je nach Branche, je nach Unternehmen, je nach Geschäftsmodell und grundsätzlich guckt man sich sowohl die Finanzseite an, als auch sozusagen die operative Seite. Das bedeutet, es gibt ja verschiedene Arten von Controlling. Es gibt ein Sales-Controlling, Projekt-Controlling, Finanz-Controlling, es gibt Marketing-Controlling, all das. Und du kannst nicht alles stumpf in einen Topf werfen und sagen, jo, das ist mein Schweizer Taschenmesser für alles, sondern es muss auch klar definiert sein. Grundsätzlich brauchst du zahlenaffine Menschen, ich glaube, das ist klar. Und du hast hier eben grundsätzlich mit mehreren Teilbereichen zu tun. Das Finanzcontrolling ist das, wo am Ende des Tages alles zusammenläuft und ich gehe auch einfach davon aus, dass ein Controller muss ein betriebswirtschaftliches Verständnis mitbringen. Es muss nicht zwingend so sein, dass diese Person BWL studiert hat. Man kann auch über verschiedene Wege ein Controller werden, auch selber ausgebildet, aber man braucht ein betriebswirtschaftliches Grundverständnis, ein Zahlenverständnis und das geht nun mal einher. Die Disziplin, wo alles zusammenläuft, ist das Finanzcontrolling. Das ist sozusagen hier das, wo die Fäden zusammenlaufen, Finanzcontrolling, dass man dann eben sieht, okay, wie sind denn meine Umsätze, wie sind meine Kosten, wie ist mein Gewinn, wie ist meine Liquidität, wie sind meine Forderungen, wie sind meine Vorräte, wie ist mein Eigenkapital. All das sind so Themen, das muss ein Controller dann eben für dich checken und wissen. Und du musst auch, entsprechend macht ein Controller für dich den Forecast, das heißt die Finanzplanung nach vorne und macht dann Plan-Ist-Vergleiche und zeigt dir eben, wo die Abweichungen waren. Und auf Basis dieser Abweichung berät er dann eben das Management und sagt, hier gab es Abweichungen, da ist das so und so, da ist das so und so. Deswegen ist das so und ich empfehle dir Folgendes. Das ist idealerweise, was ein Controller macht. Also der Controller sorgt am Ende des Tages hier für saubere Ist-Daten. Die werden überführt quasi der macht daraus eine Finanzplanung. Diese Finanzplanung, dann sorgt er dafür, dass eben mit weiteren neuen sauberen Ist-Daten, dass hier Reportings entstehen, plus Analysen. Und diese münden dann am Ende des Tages in Handlungsempfehlungen. So, das einfach mal runtergebrochen. Und das ist hier quasi saubere Ist-Daten, Finanzplanung oder machen wir auch mal hier Finanz in Klammern. Planung, das ist aber am Ende des Tages das, wo das Hauptding draus ist. Also saubere Daten braucht ein Controller zum Arbeiten. Das bedeutet, er muss auch schauen, wenn er hier seine Planung macht, dann dass hier ein Plan-Ist-Vergleich quasi macht, ein Reporting, dann die Handlungsempfehlung destilliert. Muss man natürlich wissen, weil auch in dieses Reporting fließen die Ist-Daten wieder rein.
Ne? Hier braucht er sie initial, um eine Planung zu machen. Hier fließen sie dann am Ende des Tages wieder rein. Das gleiche beim Sales. Ich brauche saubere Daten aus dem CRM-System, dann kann ich einen Sales-Forecast machen, dann kann ich gucken, ob der Forecast eintritt. Wenn ich scheiß Daten habe, dann ist meine Planung unrealistisch und dann kann ich auch das Reporting vergessen. Das heißt, hier muss mit sauberen Daten gearbeitet werden und der Controller muss nicht zwingend jede einzelne Datenquelle jetzt sauber machen und im CRM aufräumen, aber er muss beurteilen können, ob die Daten scheiße sind. Und im Sales Controlling ist es das CRM-System, aber im Finanzcontrolling, was der Hauptpunkt ist, da geht es darum, dass das Rechnungswesen sauber ist. Deswegen muss Rechnungswesen-Know-how gegeben sein. Die Person muss wissen, wie gebucht wird, dass die Buchhaltung stimmt, ob die Buchhaltung korrekt ist. Man kriegt die Daten vom Steuerbüro, die BWA und ein Controller muss sehen, alles klar, sind die Daten richtig oder falsch. Das ist super, super, super zentral, weil es kann sein, dass das Steuerbüro falsch gebucht hat und das ist in 80% der Fällen so. In 80% der Fällen wird der Jahresabschluss richtig und korrekt aufgestellt, aber die BWA unterjährig kannst du zerreißen, weil sie nicht richtig abgegrenzt ist, weil sie keine Aussagekraft bietet. Und das muss einem Controller auffallen. Entsprechend saubere Ist-Daten. Und auf der Basis kann dann eben, wie gesagt, die Planung, das Reporting etc. aufgestellt werden. Das heißt, Rechnungswesen-Know-how muss ein Controller können, detailorientiert arbeiten, indem ganz viele Sachen getrackt, sehr viele Tabellen getrackt werden. Dann muss analytische Fähigkeiten da sein, damit man hier auch die richtigen Auswertungen treffen kann. Und auf der Basis muss man dann eben wissen, was man berät. Das heißt, hier auch sozusagen wissen, wieso die Zahlen grundsätzlich sein sollten, Benchmarking betreiben an der Stelle, um auf dieser Basis dann eben seine Geschäftsführung beraten zu können und hier auch die Maßnahmen zu wissen. Das ist das, was so ein Controller insgesamt können muss. Was muss dafür grundsätzlich gegeben sein schon? Ein Controller ist normalerweise nicht der, der reinkommt und alles aufbaut für dich. Das können die meisten in der Regel nicht. Dann sind die schon sehr seniorisch und kosten ordentlich sechsstellige Gehälter. Ein Controller bedient bestehende Systeme. Das heißt, die musst du stellen. Du musst stellen, dass eigentlich saubere Ist-Daten, aber sonst musst du erst auch checken, dass sie nicht da sind. Templates für Planungen, Systeme für Planungen, am besten natürlich eine Software. Ansonsten aber auch sehr, sehr gute Excel-Tabellen. Google Sheets-Tabellen gehen hier natürlich auch. Reporting-Vorlagen, damit die ausgefüllt werden können. Und dann kann der Controller sozusagen arbeiten. Der braucht grundsätzlich ein Setup, was da ist. Dieses Setup baut er nicht von der Pike an auf, außer er ist extrem seniorisch und kann sowas. Das heißt, hier ist es eher so, dass du das Setup stellst. Soweit dazu einmal noch zu den Grundvoraussetzungen. Jetzt kommen wir einmal dazu, so eine Person, wie muss die drauf sein? Die muss nicht zwingend BWL studiert haben. Du kannst auch intern jemanden aus dem Team entwickeln, der so zahlenaffin ist. Das kann jemand aus dem Marketing sein, der super mit Zahlen kann, aus dem Sales oder so. Geht aber auch vor allem die Backoffice-Kraft. Wenn du jemanden hier schon hast, der nah an der Buchhaltung dran ist, weil er die Belege sortiert, zum Steuerbüro trägt, mit denen eh die Abschlüsse bespricht, dann kann diese Person auch weiterentwickelt werden zum Controller. Und das ist eben etwas, was auch oft passiert. Aber da muss natürlich das ganze Know-how drin sein. Und es bringt nichts, wenn du dich mit dem Thema nicht auskennst, dann erklärt es der Einäugige dem Blinden. Ne? Und das ist etwas, was jetzt natürlich keine befriedigende Situation ist und zum scheiß Ergebnis führt. Das heißt, das könnte eine Möglichkeit sein, eine Backoffice-Kraft professionell weiterzubilden im Controlling, die richtigen Systeme zu stellen, damit das funktioniert. Ansonsten extern jemanden einstellen, draufjagen, aber da vorher auch mal das Verständnis haben und trotzdem das in der Firma aufgebaut haben, weil wie gesagt, so eine Person baut das nicht von selber. Oder natürlich sich externe Hilfe zu holen, wie wir das zum Beispiel als externer CFO machen, dass wir diese Themen von der Grund an aufbauen und dann auch von extern pflegen. Aber manche wollen das nicht, völlig fein, und die wollen intern aufbauen. Das heißt, hier Backoffice-Kraft, sehr, sehr geiler Case, die Person aufzubauen. Ansonsten jemanden einstellen und eben davor das System geschaffen haben. Das sind die Optionen, die du hast oder es eben extern vergeben. Soweit zu diesem Thema. Genau, wenn du das für, grundsätzlich ist es super sinnvoll, einen Controller zu haben. Der lohnt sich meistens sofort ab der ersten Minute mindestens plus minus null, weil er eben auch dafür sorgt, dass Kosten richtig identifiziert werden, man Kosten einspart, man die richtigen Entscheidungen trifft, eine Fehlentscheidung, zack, sind schon locker 50.000 in der Größe, die du dann wahrscheinlich hast, aufs Jahr gesehen. Das ist dann schon was, wie du den Controller bezahlen kannst quasi. Das heißt, Controlling ist eine Position ab, sage ich mal, 50.000 bis 100.000 Euro Monatsumsatz. Es lohnt sich auf jeden Fall, so eine Position zu haben. Wie gesagt, kann auch eine Twitter-Position mit zum Beispiel der Backoffice-Kraft in einer Person gebündelt sein. Das ist etwas, was gut funktioniert. Und das ist etwas, was deine Firma extrem gut vertragen kann, gerade in angespannten Zeiten, gerade in herausfordernden Zeiten, damit man hier trotzdem wachsen kann, trotzdem weiter nach vorne geht und hier eben sein Unternehmen im Griff behält. Keine Abfucks passieren, man die Kosten im Griff hat, lean da durchgeht, mehr Umsatz macht, mehr Gewinn macht. Das ist etwas, und vor allem
das Gefühl der Sicherheit, das Gefühl der Kontrolle hat und zahlenbasierte Entscheidungen treffen kann. Das bringt dir alles ein Controller, von daher sinnvolle Position und das muss ein Controller können. Wenn du eine gute Backoffice-Kraft oder eine Person hast, die dafür geeignet ist oder das bei dir selber aufbauen willst, haben wir auch grundsätzlich, einmal für dich zur Info, daneben, dass wir normal externer CFO machen, haben wir seit kurzem auch die Möglichkeit einer Controller-Ausbildung. Das heißt, du kannst da deine Mitarbeiter reinjagen und selber hast du auch Bereiche, wo du eben lernen kannst, wie du so ein Team bei dir aufbaust, wie du es führen musst, wie du es auswählen musst und so weiter. Das heißt, so eine Controller-Ausbildung haben wir für dich schon fertig. Das heißt, du musst das nicht alles beibringen, dir aneignen, sondern kannst uns dafür nutzen, dass diese Personen auch von uns mit ausgebildet werden, mit uns in Kontakt treten können. Das ist eine Sache, die wir zusätzlich noch mit dazu haben, neben dem Weg, das klassisch, das auch dann for you zu machen. Also, wenn dich das interessiert, melde dich gerne mal unter www.rg-finance.de. Dann können wir in einer Erstberatung dazu einmal gerne sprechen.